Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Planet Zoo. Und falls ihr auf Planet Zoo steht, dann findet ihr auf meinem Kanal noch weitere Folgen dazu, wie das hier alles so entstanden ist etc. pp. Könnt ihr euch gerne die Playlist angucken, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Außerdem, ja, diesen süßen Burschen hier, genauso wie seine Freunde, haben wir jetzt hier im Gehege und ich persönlich finde das schon sehr, sehr schön. Allgemein finde ich, dass meine Gehege deutlich schöner geworden sind. Ich gebe mir mittlerweile auch mehr Mühe, vor allem im Franchise-Modus kann man ein bisschen rumexperimentieren. Hier zum Beispiel habe ich auch ein paar Wasserfälle gemacht, die sehen schon ganz gut aus, finde ich. Aber ich möchte hier noch einzelne Steine reinpacken, damit das halt auch wirklich wie ein Fluss aussieht. Und das machen wir heute zusammen. Außerdem werden wir so ein bisschen was laufen lassen, damit wir auch Geld reinbekommen. Jetzt nicht im Super-Speed-Modus, aber... Oh, ein VIP-Gast hier. Oh, der Milideas. Nee, das bin ja ich hier. Da, sag hallo. Einfach mal 20 Punkte, sehr schön. Und jetzt geht's weiter hier. Wir haben keine... Nee, viel Müll. Wo ist denn viel Müll hier? Ach, da vorne. Ja, vielleicht müssen wir den mal ausbilden. Ganz ehrlich, das wäre doch mal eine gute... Genau, Ausbildung. Das ist doch mal eine gute Sache. Ich möchte allgemein mal meine Leute ein bisschen ausbilden. Das kann sein, dass die dann ein bisschen weniger jetzt, sage ich mal... Straußen, oh ja, der muss auf jeden Fall hochgestuft werden. Dann müssen wir hier noch einen hochstufen. Am besten der, der gerade hier sich ausruht. Und dann würde ich sagen, dass wir hier den Arzt nochmal hochstufen. Weil der, der braucht gerade nicht unbedingt hochgestuft werden. Aber der Reiniger auf jeden Fall. Den müssen wir hochstufen. Und dann würde ich sagen, dass wir ansonsten vielleicht noch einen zweiten einstellen. Aber aktuell bin ich so ganz zufrieden. Auch die Laune hier von den Leuten ist soweit ganz gut. Die Arterhaltung ist auch richtig gut. 2 Punkte. Marketing aktuell nicht so, aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Aktuell möchte ich noch kein Marketing machen. Hier vorne müssen wir eigentlich auch noch das Ganze fertig machen. Ne, das ist so ein bisschen steril hier. Da möchte ich auf jeden Fall noch was machen. Ich weiß noch nicht genau, was ich da mache, aber da wird sich auf jeden Fall was finden. Ich denke, ich werde hier so ein schönes, vielleicht sowas Schönes wie hier machen. Ne, das sieht doch eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Ich mag das total gerne, wie das hier geworden ist. Und da können wir mal einfach schauen, ob wir das so machen oder irgendwie anders. Da bin ich mir noch nicht so sicher, wie ich das genau machen möchte. Naja, werdet ihr dann ja sehen, ne? Auf jeden Fall, ja, sehr, sehr schöne Tiere. Die sind so wunderschön. Hier können wir mal eben kurz einen kleinen Blick drauf werfen. Die sind sowas von putzig. Das ist einfach genial. Guckt euch das an, die sind einfach mega. Okay, sind die denn glücklich? Oh ja, die sind richtig glücklich hier. Wir haben die total zufrieden gemacht. Gras kurz ist irgendwie immer noch zu viel. Warum auch immer. Na, das können wir mal eben machen, ist ja gar kein Problem. Gehen wir mal kurz hier auf Erde leicht oder nee, feiner Sand. Dann können wir hier vielleicht noch ein bisschen mehr Sand reinmachen, genau. So, jetzt sind sie schon zufrieden. So. Kann man es noch so ein bisschen deutlicher machen. Sieht dann, finde ich, auch schöner aus. Und ich finde, die haben es hier richtig schön, oder? Also da habe ich mir, ja, auf jeden Fall Mühe gegeben. Kann man noch ein bisschen mehr machen, finde ich. Ne? Ist nicht perfekt. Also es gibt auf jeden Fall schönere Gehege, wie ich, die ich mache hier. Also wie die von mir. Aber ich finde, ich steigere mich langsam. Und das ist auch wichtig, finde ich, dass man sich da nicht übernimmt, sondern dass man so Stück für Stück einfach weitermacht. Das finde ich schon eine tolle Sache. So, hier machen wir einmal kurz einen Stein rein. Dann machen wir hier vorne vielleicht auch irgendeinen Stein rein. Weil damit können wir einen kleinen Effekt erzeugen. Den möchte ich euch gleich zeigen. Da müssen wir das gleich ein bisschen anpassen für. Oder kann man einen schönen Effekt mit erzielen. Den möchte ich euch auf jeden Fall gleich zeigen. So einen großen möchte ich jetzt nicht. Natürlich sollten wir es so ein bisschen anpassen. Und den zum Beispiel sollten wir vielleicht so ein bisschen hochkanter stellen. Wie machen wir es denn am besten so? Ja, so. Genau, und jetzt schieben wir den so ein bisschen nach oben. Sieht auch ein bisschen strange aus, ne? Machen wir vielleicht einfach einen größeren Stein rein. Ist wahrscheinlich sinnvoller als hier. Oh, der ist ein bisschen zu groß. Aber der ist auch zu dick. Aber der könnte was sein hier. Genau. Die machen ein bisschen runter. Genau. Ein bisschen über der Oberfläche. So.
Dann können wir da jetzt einen Effekt einfügen. Und zwar... Wasser. Wasserfall oben. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau der Effekt war. Genau, ich glaube, so war das so. Wenn dann entsteht da so dieser... Dieser Effekt, sage ich mal. Den sollte man vielleicht ein bisschen behutsamer einsetzen, aber so an sich seht ihr schon, wohin das führt, ne? So, und das kann man so schön einsetzen. Hier müssen wir es dann gleich nochmal etwas genauer machen. Und da kann man das so richtig schön... Sollte man vielleicht mal kopieren. Dass das irgendwie strange aussieht. Müssen wir gleich nochmal ein bisschen anpassen hier. Das Wasser ist halt auch ziemlich niedrig hier, deswegen müssen wir da auf jeden Fall so ein bisschen aufpassen. Vielleicht können wir auch einen anderen Effekt nehmen, so ein bisschen. Und aber da, das sieht schon, finde ich, sehr gut aus. Vielleicht müssen wir da auch einen anderen Effekt nehmen, aber für den Moment, denke ich, ist das in Ordnung. Jetzt haben wir auf jeden Fall so die Illusion, als ob das Wasser, sage ich mal, da so gegen, ne? Gegenläuft. Krankes Tier entdeckt. Wie? Wo ist ein krankes Tier? Oh, hat sich angesteckt. Ja, die sind alle krank hier. Kampü irgendwas. Okay. Werden auch schon behandelt. Ich würde sagen, wir sollten sowieso vielleicht noch einen Tierarzt einstellen, der so ein bisschen an den Krankheiten forschen kann. Eine aktive Krankheit hier sollten wir vielleicht eher daran forschen, weil die anderen, denen geht es ja gut hier, den roten Varis. Dann sollten wir eventuell die Krankheit erforschen und eventuell noch einen weiteren Mediziner einstellen. Aktuell haben wir ja genug Geld. Aber ja, müssen wir auf jeden Fall so im Auge behalten. So. Hier haben wir ja soweit alles fertig. Da können wir natürlich jetzt noch die anderen Sachen reinmachen, wie zum Beispiel Bildung. Bildung ist ja auch ganz wichtig. Wollen wir noch die Bildschirme hier... Genau, hier mal Bildschirme. Fernsehbildschirm. Ein Infolautsprecher. Genau, den wollen wir ja auch haben. Infolautsprecher. Den kann man hier übrigens, das habe ich noch angepasst hier mit dem Ding. Den kann man hier halt wunderbar reinsetzen, ne? Wollen wir natürlich mal schauen, wie groß der Radius eigentlich wirklich ist hier. Das ist der rote Vari. Ja, der ist jetzt nicht so riesig. Also da sollten wir auf jeden Fall noch einen zweiten machen. So. Jetzt können wir den nämlich ein bisschen anpassen hier. So. Dann haben wir hier nämlich alles abgedeckt. Wenn wir den hier so in die Mitte machen. Da ungefähr. Und den hier werden wir dann so anpassen, dass der den Rest abdeckt. Genau hier. Perfekt. Ne, das ist doch super. Jetzt können wir noch die Bildungsteile machen. Hier. Gehege-Infotafel-Set, das ist mir persönlich eigentlich ein bisschen zu klein. Info. Gehege-Infotafel, gut, die ist jetzt auf dem Boden. Die ist... sind eigentlich noch ein bisschen zu klein hier, die Teile. Aber für den Moment weiß ich nicht, wie ich die jetzt selber zusammenbauen kann. Da müssen wir uns noch was bauen. Aber für den Moment, glaube ich, ist das ganz in Ordnung. Da können wir das hier so schön auf den Weg setzen, ne? So, einmal da, einmal hier, dann nochmal hier. So ungefähr mittig. Gut, da kann es noch einen Ticken nach rechts hier.
So, Rotavari. Rotavari. Und ein Rotavari. So. Hier genau das gleiche Spielchen. Rotavari. Und hier haben wir auch den roten Vari drin. So. Haben wir das Info-Ding schon mal gemacht. Jetzt sollten wir hier vorne natürlich noch ein bisschen was verschönern. Ich habe mir gedacht, wir probieren mal was anderes. Wir probieren mal eine ganz anderes Ding. Und zwar gibt es ja hier diese Teile. Dann können wir hier vielleicht mal sowas drumherum machen, sage ich mal. In der Mitte machen wir irgendwas so, ne? Zum Beispiel irgendwas Besonderes, irgend so eine Statue oder whatever. Das werde ich euch mal eben kurz zeigen, was wir da reinmachen könnten, theoretisch. Das ist eine gute Frage, was wir da reinmachen. Skulptursammlung hätten wir hier zum Beispiel. Die finde ich aber ehrlich gesagt, dass die ziemlich räudig aussieht. Oh, da weiß ich noch gar nicht, was wir da genau machen. Ne, sowas hier hatten wir ja unten schon. So ein Teil. Da weiß ich noch nicht genau, wie wir das hier machen. Da lassen wir uns später nochmal drauf ein, ja. Jetzt möchte ich auch hier eigentlich nochmal, da weiß ich noch nicht genau, was ich hiermit mache. Ob ich da was drüber baue oder ob wir das einfach so lassen. Für den Moment ist das, glaube ich, ganz okay. Aber für die Zukunft sollten wir uns da auf jeden Fall überlegen. Den Berg haben wir auf jeden Fall schön genutzt, finde ich. Hier hinten muss noch ein bisschen Deko hin, aber so an sich sieht das schon ganz gut aus hier. Hier kommt natürlich auch noch was hin. Da muss eventuell das Ding mal so ein bisschen verschwinden. Genau, dass das hier so hinkommt, sage ich mal. So. Weil da kommt dann auch ein Blumenbeet hin. Da möchte ich noch Blumen hinhaben. Und hier bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Da werde ich später ein bisschen rumprobieren. Das werde ich jetzt nicht hier machen, weil das wird viel Trial and Error sein. Wir werden auf jeden Fall den Park mal so ein bisschen weiterbauen. Würde ich sagen. Mit einer Größe von 7. Das sollte ja dem entsprechen hier. Das können wir mal eben testen. Nee, das kommt nicht hin. Nee, das ist auch zu dick. Da haben wir, glaube ich, auch eine andere Größe gemacht, ne? Genau. Da haben wir die Größe hier genommen. Perfekt. Gut, aber ich denke, das war, glaube ich, die 7. Ja, das sieht ganz gut aus. Bin mir gerade halt nicht zu 100% sicher, deswegen will ich hier gerade mal das so ein bisschen wegmachen, damit ich das sehen kann. Ja, doch, das sieht gut aus. Gut. Ja, das ist die 7. Sehr gut. Ich würde sagen, dass wir dann hier einen Weg lang bauen und hier vorne den Park noch erweitern. Also hier haben wir ja ganz viele Möglichkeiten, noch mehr zu bauen. Wir könnten natürlich auch hier noch eine Treppe runterbauen, aber das finde ich eigentlich Banane. Also ich finde eigentlich, wir können hier genau gegenüber eigentlich einen Weg weiterbauen. Können wir auch ruhig die Länge ein bisschen erhöhen. So. Können wir hier schön reinbauen. So. Natürlich müssen wir dann irgendwo noch eine Verbindung machen. Am besten, keine Ahnung, daran oder so. So, auf jeden Fall möchte ich dann... Vielleicht können wir hier vorne noch ein Gehege hinmachen. Hier hätten wir sogar eine natürliche Abgrenzung. Das wäre doch eigentlich der Hit, oder? Wenn wir hier vorne noch ein Gehege hinmachen würden. Da... Ja, das ist doch eine gute Idee. Können wir da noch ein Gehege hinmachen. Und da können wir dann wirklich auch mal uns ein bisschen austoben.
So, ich baue erstmal hier hin. Ich weiß noch nicht, wie weit ich das hier machen werde. Wahrscheinlich ein bisschen kleiner, so bis hier, ja. Dann können wir hier schon mal so ein bisschen planen. Also hier ist auf jeden Fall ein schöner Berg. Dann können wir ungefähr, ich mache mal ein bisschen schneller, damit hier die Sonne wieder scheint. Dann können wir hier theoretisch... Ne, so hier... Ja, da müssen wir noch ein bisschen runterbauen. Dann kann ich euch das zeigen, also... Wir müssen dann hier ein bisschen was entfernen. Ups. So, und hier könnten wir eigentlich noch ein bisschen was reinmachen. Und zwar, wenn ich das Geländer einfach mal so ein bisschen nach unten haue. Na, wie tief wollen wir es haben? Also ich möchte es eigentlich... So, das ist eine natürliche... Ja, so ungefähr. Das sieht doch gut aus hier. So, auf der... Na, es könnte noch ein bisschen höher sein. So, auf der... Auf der Höhe ungefähr. Das könnten wir machen so. Und dann können wir aber... Das ganz leicht nach oben ziehen. Also hier zum Beispiel können wir es ganz leicht wieder nach oben ziehen. Können wir es ein bisschen hügelig machen. Wisst ihr, wie ich meine? Dann können wir hier so ein schönes Gehege machen. Und hier natürlich müssen wir dann noch ein bisschen alles abflachen, damit die da nicht hochkommen. So, dass wir hier ein schönes Gehege haben. Dann können wir auch noch ein bisschen mit Steinen arbeiten und so weiter. Da haben wir auf jeden Fall viele Optionen, würde ich sagen. So, hier würde ich sagen, das können wir auf der Höhe so machen. Ja, perfekt. Ja, das ist doch gut. Dann könnten wir theoretisch... Oh, ich habe eine richtig gute Idee, Leute. Ich habe eine richtig gute Idee. Eine richtig gute Idee. Wir machen das ein bisschen tiefer, weil dann können wir hier hinten eine Höhle reinmachen. Da können die drinnen schlafen, Leute. Hier. Da können die schön drinnen schlafen, ja. Das ist doch perfekt. Da können die hier drinnen schlafen und die Besucher sehen sie nicht, weil die ja hier oben sind. Das ist doch super. Win-win-Situation, ne? So, und dann können wir hier langsam so eine Steigung machen. Da können wir eventuell auch mit... Ja, da können wir so ein bisschen mit den... Mit so Barrieren arbeiten, ja? Genau, das ist perfekt. Da können wir so ein bisschen mit den Barrieren arbeiten. Hier oben ist eine Fläche, da unten ist eine Fläche. Und dass die hier auf beiden Flächen halt laufen können. Und hier können wir dann so eine Ebene hochlegen. Ich will mal eben kurz das ganze Gras wegmachen, weil das beim Planen fuckt mich das gerade ein bisschen ab, gell? Deswegen mal eben kurz hier wegmachen. Dann können wir hier so eine schöne Ebene machen und ich finde, das sieht auch schon wirklich sehr interessant aus. Da kann man sicherlich was Schönes mitmachen. Vielleicht nicht das größte Gehege, aber ich finde, das ist trotzdem schön. Dann kann man ja vielleicht hier noch so ein bisschen so reingehen, ne? Ja, das, ich finde, das hat was. Ich finde, das hat wirklich was. Und dann können wir, ich zeige euch das mal eben, was ich meine, ja? Dann können wir hier nämlich so ein Teil nach oben legen. Wisst ihr, wie ich meine? So, dann packen wir gleich mal so zwei nebeneinander. Ich weiß, dass man es im Befehl irgendwie so machen kann, dass die ineinander spawnen oder so, aber ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Deswegen machen wir das so. So, auf jeden Fall so die Höhe ist, glaube ich, ganz gut. Dann kommt nämlich auch der Wart dahin. Wir müssen ja auch nur daran denken, dass hier der Dings rein muss, ne? Der Aufpasser-Dude. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall. Guckt es euch an hier. Ist vielleicht nicht ganz gerade. Es könnte vielleicht so ein bisschen... Ja, so. So. Und... Da könnte man vielleicht hier hinten noch was runter machen oder da. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht machen wir es auch so spielerisch da mit den Tierchen.
Aber da, das finde ich schon mal ganz in Ordnung. Dann machen wir hier vielleicht so einen ganz kleinen Weg, wo dann dir die Tür reinkommt. Den Rest machen wir so mit Steinen dicht und Kokage. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen was machen. Und da vorne schlafen die dann. Das finde ich auf jeden Fall so von der Idee her wirklich verdammt toll. Dann können wir da noch ganz viel machen. Ja, gefällt mir auf jeden Fall richtig gut, muss ich sagen, die Idee. Haben wir hier auf jeden Fall schon mal vielleicht das erste Habitat, was so ein bisschen, ja, so ein bisschen offener ist, sage ich mal. Natürlich müssen wir dann auch schauen, dass hier die Barrieren und so stimmen, dass wir da hier vorne irgendwo diesen Zugang noch bekommen. Das kriegen wir hier, denke ich, indem wir das so ein bisschen offener, ein bisschen anders machen hier. Müssen wir wahrscheinlich so ein bisschen drücken, ziehen, ne? Also erstmal ziehen wir so ein bisschen, damit das wieder so ein bisschen ebener, hier so ein bisschen steiler wird, genau. Dann können wir hier in der kleinen, ich würde sagen so 4, Vierergröße mal so ein bisschen drücken. Wow, wie hat man hier auf Oberfläche? Genau. So, das wollte ich nämlich eigentlich. Dass das hier so schön angepasst. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus hier. Das können wir dann noch anders machen. Ich möchte dann hier nämlich das Gehege. Die Barrieren machen wir jetzt erstmal. Über die Barrieren es genau machen, ist glaube ich erstmal, naja, egal will ich jetzt nicht sagen, aber. So. Gelände ist zu uneben zum Platzieren. Zu uneben. Ja gut, dann kann ich da hinten aber keine Dings mehr, keine Tür mehr reinplatzieren wahrscheinlich. Das wird mich jetzt ein bisschen abfacken. Ich möchte eigentlich da unten die Tür rein platzieren, wisst ihr? Mann. Da muss ich noch ein bisschen rumspielen, aber jetzt habt ihr schon mal gesehen, was ich hier ungefähr machen möchte. Ja, das werde ich dann offline, also off-Video machen. So, das ist auf jeden Fall schon mal schön. Die Barrieren stehen ja schon mal soweit. Da werde ich nachher noch rumspielen. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier auch irgendwas zu essen und zu trinken machen. Weil da vorne sind sie natürlich noch ganz happy und trinken und essen da vorne. Dann müssen wir hier auf jeden Fall noch was reinmachen. Damit sie sich Andenken kaufen können. Ich würde sagen, das können wir auch mal eben jetzt machen. Und zwar Gästeeinrichtungen haben wir hier noch das Infozentrum. Wir haben hier noch Merchandise. Aber Merchandise haben wir gerade. Doch, haben wir hier. Looney Balloons, genau. Da. Der passt da gerade gar nicht rein. Okay, muss ich mal eben kurz aufmachen. So, mal eben kurz die Einrichtung da reinmachen. Wird doch das perfekt angepasst. Durch was wird das denn da drinnen blockiert, bitte? Wahrscheinlich dadurch. Ich darf das dann danach nochmal reinmachen. Oh, ich denke mal, dadurch wird das blockiert.
Ach nein, ich weiß, wodurch es blockiert wird. Lol. Ja. GG, ey. GG. Okay. Gut, dann können wir es mal eben kurz wieder mit reinnehmen hier. Den da. Dann versuchen wir mal eben kurz das Looney Balloons da reinzumachen. Ja, perfekt. Seht ihr, jetzt passt es. Jetzt passt das. Es ist zwar hier ein bisschen fuckly, aber das können wir ja irgendwie beheben. Dürfen uns noch nichts anmerken lassen. So. Wieder was dazugelernt. Die brauchen, also man darf da keinen Weg draufstellen. Ansonsten ist doof. Sag mal, Leute. Kann ja wohl nie angehen. So, perfekt. Jetzt haben wir da einen neuen Shop drinne. Zack, ist auch schon offen. Und ich finde, das sieht perfekt aus. Das in der Ecke ist halt, ja, das finde ich jetzt nicht so toll. Das gefällt mir so überhaupt nicht da. Aber eventuell habt ihr eine Idee, wie man das wegmachen kann. Weil jetzt ist das hier auch ein bisschen doof in der Ecke. Das will ich halt eigentlich nicht. Will ja eigentlich, dass das hier schön... Na gut, man könnte das hier vielleicht da auch hinmachen, ne? Also ohne die... Ja, da könnte man vielleicht noch Pflanzen hinmachen oder irgendwas oder irgendwie... Ich weiß es nicht, aber es ist so schade, dass man das da nicht hinmachen kann. Wenn ich jetzt hier mal Länge sage, so... Ihr seht, das ist so. Das will da nicht so ganz. Ja gut, ist aber nicht schlimm. Da muss ich mich später mit beschäftigen. Da werde ich dann nochmal, denke ich, in einem Forum fragen. Aber für den Moment haben wir auf jeden Fall schon mal schön was geschafft hier. Fürs nächste Mal werden wir uns hiermit beschäftigen. Den roten Varis geht es auch ziemlich gut. Das freut mich. Finanziell, ja, müssen wir mal gucken. Technikforschung abgeschlossen. Ein weiterer Afrika-Punkt. Sehr schön. Ich freue mich. So, krankes Tier ist hier immer noch drin. Natürlich jetzt mal der Tierarzt gerufen werden hier. Sonst werden ja noch alle angesteckt. So, aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.